Ein herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin jetzt so langsam wieder fit und kann wieder starten mit neuen Videos. Und als erstes will ich ein kleines Langzeitreview von der OM1 machen. Einfach mal, weil ich die Kamera jetzt auf ungefähr ein halbes Jahr habe und natürlich intensiv schon in Benutzung hatte, vieles ausprobiert habe, vieles gelernt habe und doch auf einige Themen gestoßen bin, die mir auch nicht so gut gefallen haben, aber natürlich auch viele Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Und da möchte ich dich jetzt gern mal dran teilhaben lassen, was ich in der Zeit so herausgefunden habe. Würde ich die Kamera nochmal kaufen oder würde ich eher sagen, war doch ein Fehlkauf? Ja, in diesem Sinne starten wir mal. Und ich würde sagen, wir starten mal natürlich mit den positiven Punkten. Erster positiver Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das ist auch so das, was man als allererstes eigentlich, finde ich, wenn man die Kamera nutzt, merkt, ist der neue Sucher. Der neue Sucher ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist schnell, er ist hochauflösend, er macht einfach Spaß und es ist auch so, wenn man diesen Sucher verwendet, ist es natürlich leider auch so ein bisschen, dass man dann den alten Sucher, zum Beispiel von der EM1 Mark II, ja, der ist auch okay, aber er ist eben lang nicht so gut. Und das heißt, ja, wenn man so ein bisschen beide Kameras parallel nutzt, merkt man doch schon den deutlichen Unterschied und dass eben der alte einem einiges hinterherhinkt hinter dem neuen. Also der ist wirklich eine tolle Sache, der neue Sucher ist super und da habe ich eigentlich auch kaum was zu meckern. Am Anfang war er mir ein bisschen zu dunkel, ich habe aber jetzt letztendlich mich auch dran gewöhnt. Man kann ja auch die Helligkeit so ein bisschen regulieren. Das nächste ist die allgemeine Geschwindigkeit der Kamera. Das ist auch erstaunlich. Sie geht schnell an, sie ist sehr, sehr schnell einsatzbereit und natürlich alle Themen wie Motiverkennung, Autofokus, ja, Berechnung von Live-ND-Bildern bzw. von hochaufgelösten Aufnahmen und. Das geht alles sehr, sehr schnell in der Kamera. Also man hat eigentlich fast nie irgendwelche Wartezeiten, wo man denkt, ah ja, mach mal schneller Kamera, ich will wieder ran. Selbst wenn man Pro-Capture-Aufnahmen macht und hier viele Bilder in den Puffer geladen hat, geht es relativ zügig, dass die Kamera auch hier wieder einsatzbereit ist. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Und das ist auch eines der Themen, wo man sehr, sehr schnell merkt, wenn man die Kamera in Benutzung hat, dass eben das Ganze wirklich einfach, ja, wie aus einem Guss erscheint und sehr, sehr flott funktioniert. Das nächste ist das Thema Motiverkennung. Das ist ja meine erste Kamera mit dieser Motiverkennung, also Vögel, Züge, Tiere und so weiter, die da erkannt werden können, Flugzeuge, und dann eben automatisch auf die fokussiert werden kann. Und da muss ich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Mit ein paar Einschränkungen, zu denen ich dann später kommen werde. Aber insgesamt ist es eine tolle Funktion und insbesondere natürlich für alle, die gerne Vögel fotografieren, ist das eine super Kamera. Also da wüsste ich jetzt nicht, welche Kamera sonst man nehmen könnte, die es einem wirklich so einfach macht mit Wildlife-Fotografie. Also hier einfach schnell zu guten Bildern zu kommen, das ist mit der Kamera wirklich sehr, sehr gut möglich. Die Sonderfunktionen sind auch super. Also das ganze Thema Live-ND, Pro-Capture, High-Res-Modus, Live-Composite und was es da nicht alles gibt. Tolle Funktion, insbesondere das Live-ND finde ich wirklich praktisch. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so häufig dann doch nutze. Man ist unterwegs mit der Kamera, sieht irgendwie ein Gewässer zum Beispiel und denkt sich, ach cool, da könnte man eine ND-Filteraufnahme machen, hat natürlich keinen ND-Filter dabei und stellt die Kamera einfach auf Live-ND und bekommt ein wirklich tolles Ergebnis hier. Das ist eine Sache, die bietet sonst keine andere Kamera, wüsste ich nicht, oder kein anderer Hersteller. Ja, das gleiche haben wir schon in der EM1X und ich glaube in der EM1 Mark III gibt es auch. Aber das bietet sonst kein anderer Hersteller und das ist eine tolle Sache. Also dieses Füllhorn an Funktionen, die die OM1 bietet, das ist wirklich meines Erachtens unerreicht in der Welt der Kameras.
so viele unterschiedliche Funktionen, wenn man sie denn überhaupt alle brauchen kann. Es ist natürlich auch so, dass man nicht alle dieser Funktionen dauerhaft auch verwendet. Also man ist fast teilweise ein bisschen erschlagen von dem Ganzen, was die Kamera denn so kann. Aber sie ist trotzdem relativ gut zu bedienen. Und das ist auch ein Punkt von mir. Ich finde, die Bedienung ist mittlerweile durch das neue Menü definitiv besser geworden, als es bisher bei OMDS bzw. Olympus-Kameras der Fall war. Die Kamera ist ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden, aber sie hat natürlich so viele Profifunktionen, dass man sich trotzdem sehr, sehr intensiv mit der Kamera beschäftigen muss, wenn man sie komplett ausschöpfen muss. Noch ein Punkt, den ich sehr positiv finde, ist die Akkulaufzeit. Ich habe tatsächlich keinen zweiten Akku gekauft für diese Kamera. Ich hatte sie schon im professionellen Einsatz, also bei Veranstaltungen, gar kein Problem. Ich habe nicht mal ein Ladegerät dafür. Ich tue tatsächlich das Ganze über USB-C einstecken, laden, fertig. Ich habe noch nie, bin ich auch nur ansatzweise in Bedrängnis gekommen. Es ist aber auch nicht so, dass ich die Kamera über mehrere Tage ohne Stromversorgung dabei habe, sondern ich habe meistens dann einen Einsatz von 3-4 Stunden oder sowas, 5-6 Stunden maximal. Und da habe ich aber bisher echt tatsächlich noch keinen Akku gebraucht. Ich habe immer eine Powerbank sicherheitshalber mal dabei. Wenn ich gerade nicht fotografiere, kann man auch mal kurz nachladen oder so. Aber ja, ich habe mir bisher, wie gesagt, den zweiten Akku gespart. Ich habe noch Ersatzakkus, günstige Nachbauakkus, habe ich überlegt, ob ich mir die kaufen soll. Und habe mir jetzt mal welche bestellt, die ich jetzt mal ausprobieren werde. Aber wie gesagt, einen originalen Ersatzakku habe ich mir tatsächlich noch nicht gekauft und auch noch nicht benötigt in meiner Arbeit. So, das waren eigentlich meine wirklich positiven Punkte, die ich mal positiv herausstellen wollte. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Punkte, die ich an der Kamera gut finde, will das Ganze aber jetzt nicht zu lang machen. Kommen wir jetzt mal zu den Punkten, wo ich eher negativ einordnen würde. Das fängt einmal mit der Ergonomie an. Insgesamt ist die Kamera, liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ich habe jetzt mir noch einen Griff drunter modelliert. Da wird es demnächst ein separates Video zu geben zu dieser Bodenplatte, die ich hier für die OM1 designt habe. So liegt sie mir tatsächlich noch besser in der Hand. Jetzt habe ich hier auch, kann man ein bisschen sehen, meinen kleinen Finger. Der rutscht dann nicht am unteren Ende der Kamera weg sozusagen. Habe ich aber schon immer gehabt, dass ich gern so eine kleine Bodenplatte an der Kamera hatte. Was mir nicht so gefällt, sind die beiden Einstellräder. Also dieses Einstellrad hier und das Einstellrad. Die sind schwergängiger, als ich es von meiner EM1 Mark II gewöhnt bin. Sie sind auch von der Position her nicht so gut, finde ich. Also ich habe hier immer, ja, ich stoße mit dem Daumen hier immer an diesen Knubbel an, wenn ich das drehen will. Mir gefällt es einfach nicht ganz so gut. Auch hier vorne muss man immer umgreifen. Das konnte man bei der EM1 Mark II, konnte man da mehr oder weniger auf dem Auslöser draufbleiben. Und ich habe auch schon Berichte jetzt gehört, dass die schwergängiger werden mit der Zeit. Und teilweise die Kamera deswegen auch zum Service geschickt werden musste. Bei mir ist das jetzt noch nicht der Fall. Ich habe sie schon, wie gesagt, einige Stunden im Einsatz gehabt oder viele, viele Stunden im Einsatz gehabt. Bisher sind sie noch nicht schwergängiger geworden. Ich hoffe auch mal, dass das nicht der Fall ist. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Kannst du auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn du das Problem vielleicht auch hattest. Oder auch gerne, wenn du die Kamera wegen irgendeinem anderen Problem schon zum Service schicken musstest. Das ist nämlich auch gleich noch ein Thema von mir. Kommen wir mal zum Autofokus. Das ist eigentlich so einerseits ja einer meiner größten positiven Punkte und aber auch einer meiner negativen Punkte. Der Autofokus bei gutem Licht ist sehr, sehr, sehr gut und vor allem insbesondere mit in Kombination mit der Motiverkennung ist es eine Wucht. Also es funktioniert sehr gut, stellst das Ding auf Vogelerkennung, ein Vogel fliegt vorbei, der wird sofort erkannt und man kann drauf fokussieren, funktioniert sowohl im Fotomodus als auch im Videomodus relativ gut. Im Videomodus nicht ganz so gut wie im Fotomodus, aber es funktioniert wirklich gut und es ist auch recht einsteigerfreundlich. Man macht diese Motiverkennung an, stellt auf kontinuierlichen Autofokus und kann loslegen und hat, sage ich mal, 60-70%
Treffer bei Vögeln, wenn man so halbwegs mitziehen kann. Das muss man natürlich trotzdem noch selber machen. Und wenn man das Ganze noch optimiert, wird man wahrscheinlich auf Trefferquoten von vielleicht 90% oder so kommen. Ich habe jetzt hier keine Testreihen geschossen, wie viele Bilder ich scharf bekommen habe. Ich bin auch nicht so der Wildlife-Fotograf. Das ist ein Thema, dem ich mich letztes Jahr bestimmt noch mal ein bisschen intensiver widmen will, dem Autofokus insgesamt generell natürlich. Aber das sind so die positiven Punkte. Der negative Punkt ist für mich ein bisschen mit Menschen. Die Kamera hat eine Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung ist aber jetzt unabhängig, sage ich mal, von der Motiverkennung. Also das ist nicht diese künstliche Intelligenz, wie es so schön heißt, die in der Kamera werkelt für die Motiverkennung, sondern das ist eher dann die klassische Gesichtserkennung, wie man es schon kennt. Und die arbeitet nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte. Manchmal werden Gesichter nicht erkannt oder sie werden dann auch nicht korrekt fokussiert. Und insbesondere bei so mäßigem Licht, sage ich mal. Also gerade, ich mache ja Veranstaltungsfotografie, Firmenfeier, Firmenevents. Da ist das Licht meistens nicht super. Also das ist nicht top ausgeleuchtet, so wie ich hier jetzt gerade wunderbar angeleuchtet bin, sondern das ist schummrig, es ist schattig an manchen Stellen und so weiter. Und da hatte ich tatsächlich meine Probleme mit dem Autofokus, also nicht oft oder nicht andauernd, aber doch immer mal wieder war da ein Fehlfokus dabei und den konnte ich auch auf den ersten Blick auf dem Display gar nicht erkennen, weil bei sowas habe ich meistens arbeite ich mit dem Display und nicht mit dem Sucher. Und da hatte ich doch ein paar Gelegenheiten, wo ich wirklich dachte, Mensch, warum hat er denn das vergeigt? Das war doch eigentlich gar nicht so schwer. Und es waren auch ich arbeite da im SAF, also Single Autofokus, und hatte da trotzdem tatsächlich teilweise die Probleme. Und ganz ehrlich, es kann natürlich sein, dass ich irgendeine Einstellung oder so Autofokus einstelle, aber ich will doch für so eine Standardanwendung will ich ehrlich gesagt gar nichts an der Kamera einstellen müssen. Ich mache Gesichtserkennung an und dann muss das Ding sitzen. Ich meine, bei der Lumix G9 ist es zum Beispiel so, das ist mein Arbeitstier, was solche Veranstaltungen angeht. Und ich habe jetzt die beiden auch parallel genutzt und muss sagen, da war die Lumix G9 eigentlich fast vorne. Ja? Also so blöd sich es anhört, zumindest was das Thema Fokussieren natürlich angeht. Ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist in irgendeiner Form, aber es war einfach so, dass es nicht so gut ist wie erwartet, sagen wir es mal so. Also da muss meines Erachtens unbedingt noch nachgebessert werden per Firmware-Update. Im Idealfall sollten meines Erachtens die Menschen, Gesichter und auch ganze Personen, also wenn man jetzt weiter weg ist, dass es als Person gescheit erkannt wird, als Motiverkennung auch möglich sein. Also wie gesagt, wenn man Tiere und so weiter kann die Kamera erkennen, also sollte auch Mensch gehen. Und natürlich auch beim Autofokus selber, weil Motiverkennung und Autofokus sind nicht das Gleiche. Motiverkennung macht quasi den Rahmen an eine bestimmte Stelle, weil es da was erkannt hat und dann tut der Autofokus darauf fokussieren. Also da muss meines Erachtens definitiv nachgebessert werden. Das würde mich auch sehr interessieren, wie du das schon erlebt hast, ob du auch schon da vielleicht Probleme hattest, ob das jetzt eher so mein Thema ist, ob ich hier ein bisschen quasi irgendwas falsch mache doch. Aber das würde mich auf jeden Fall gerne mal interessieren in den Kommentaren auch, was du davon hältst, von dem Thema Menschen fokussieren. So im Studio bei super Licht, gar kein Problem. Aber wie gesagt, sobald das Licht nicht optimal ist, habe ich da definitiv doch ab und zu meine Probleme gehabt. Nächstes Autofokus-Thema ist das Thema normales Tracking. Also Themen, die nicht in der Motiv- oder Gesichtserkennung sind, das Tracking kann man weiterhin ganz ehrlich vergessen. Es war auch bei den bisherigen Olympus-Kameras so, das funktioniert einfach nicht zuverlässig, ist nicht auf Höhe der Zeit, wenn man mal gesehen hat, wie Sony Objekte trackt und wie auch mittlerweile Canon das schafft. So sollte es eigentlich hier bei der High-End-Kamera von OMDS genauso sein, muss ich ganz klar sagen. Also das sind so, sage ich mal, meine Hauptkritikpunkte an der Kamera. Es waren noch ein paar andere Dinge, die mich gestört haben, aber insgesamt war das so wirklich das, wo ich sage, Mensch, das hat mich doch richtig gestört in irgendeiner Form. Ich will noch auf das Thema Videoaufnahmen kurz eingehen. Das ist so mein Unterpunkt, sage ich mal. Auch hier Gesichtserkennung, Augenerkennung ist gut, aber nicht so wie bei den Platzhirschen Sony Canon.
da wünsche ich mir eigentlich auch, dass es wirklich nochmal besser wird, dass es noch zuverlässiger wird. Insbesondere, wenn man auch mal ein bisschen weiter von der Kamera weg ist. Also im Grunde, so wie ich jetzt gerade schon bin, hatte ich teilweise schon meine Probleme, dass es manchmal nicht funktioniert hat oder nicht optimal funktioniert hat. Und das größte Thema ist für mich, die Kamera kann ja 8-Bit und 10-Bit Video aufnehmen. In 10-Bit ist man limitiert, was die Farbprofile angeht. Da kann man nur dieses flache Farbprofil angehen, wo intensive Nacharbeit nötig ist. Das neutrale Farbprofil, das man bei 8-Bit anwählen kann, ist aber schon eigentlich sehr, sehr gut. Dann müsste ich da viel weniger nacharbeiten. Es ist aber so, dass die 10-Bit-Aufnahme und die 8-Bit-Aufnahme drastische Qualitätsunterschiede haben. Also die 10-Bit-Aufnahme hat eine viel bessere Detailschärfe und generelle Schärfe als die 8-Bit-Aufnahme. Und das heißt, man ist quasi, wenn man die Top-Qualität haben will, gezwungen, 10-Bit aufzunehmen. Und dann muss man eben auch dieses flache Farbprofil nehmen, wo man dann intensiv nachbearbeiten muss und. Das geht schon alles, aber das sollte unbedingt auch meines Erachtens mit der Firmware noch nachgereicht werden, dass man hier auch die normalen Farbprofile mit 10-Bit-Aufnahmen nutzen kann. Und das ist eigentlich mein Hauptthema bei Video. Ansonsten bin ich da recht zufrieden. Also der Autofokus ist definitiv besser als zum Beispiel bei den Lumix-Kameras, die ich habe, und durchaus brauchbar. Ich habe jetzt noch keine intensiven Videoaufnahmen damit gemacht, also irgendwelche Imagefilme oder sowas. Das wird sicherlich nächstes Jahr auch irgendwann wieder kommen. Aber insgesamt bin ich da schon zufrieden mit. Es ist relativ zuverlässig, aber eben leider nicht auf Top-Niveau. Ja, kommen wir zu meinem Fazit zu der Kamera. Insgesamt ist eine gute Kamera, eine fast sehr gute Kamera für den Preis vor allem. Man hat so immer das Gefühl, dass OMDS hier aus diesem Sensor aber noch mehr rausholen könnte mit einer besseren Firmware. Also ich hoffe schwer, dass die dran arbeiten, wirklich diese ganzen Themen, die habe ja nicht nur ich, sondern auch andere, dass die mit Firmware-Updates noch verbessert werden. Zeit wäre es jetzt so langsam mal, meines Erachtens. Also man hat jetzt ein halbes Jahr ist die Kamera auf dem Markt, man hat viel Feedback sicherlich von Kunden bekommen, in den Foren ist viel Feedback und. Hoffe ich, dass OMDS hier wirklich reagiert und nachliefert. Was mir nicht so gefällt, ist, dass ich gelesen habe in den letzten Wochen vor allem oder Monaten auch schon, dass es teilweise Probleme im Service gibt. Der Service ist schwer erreichbar, gar nicht erreichbar, obwohl manche ja Pro- und Elite-Service sogar haben, warten die sehr, sehr lange auf ihre Reparaturen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Klar, es kann sein, Firmaumstrukturierung und so weiter. Mitarbeiter sind ja umgezogen oder was, nach Portugal ist das Ganze ja gezogen. Aber das darf nicht sein, insbesondere wenn Kunden für den Service, für den Pro-Service, Elite-Service zahlen, dann muss das einfach funktionieren und die dürfen nicht wochenlang auf ihre Sachen warten, wo eigentlich sehr viel kürzere Durchlaufzeiten versprochen sind. Also das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeigt, haben sie vielleicht zu stark umstrukturiert oder zu stark sich verschlankt, dass das jetzt Probleme macht. Das werde ich auf jeden Fall mal beobachten. Ich bin froh, dass ich meine noch nicht zum Service schicken musste, ganz ehrlich. Weil wie gesagt, man liest auch relativ häufig von Themen, weswegen die zum Service muss. Ob es jetzt ein Firmware-Update ist, das fehlgeschlagen ist, weswegen sie zum Service teilweise ja mussten bei den ersten Einstellräder und. Also es gibt doch ein paar Kinderkrankheiten, die es wohl mit der Kamera gibt. Wie gesagt, meine funktioniert einwandfrei, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Insgesamt kommt es mir so vor, dass die Kamera ein bisschen zu stark auf Wildlife fokussiert ist. Ich weiß nicht, ob wirklich alle, die OM1 kaufen, hauptsächlich Wildlife-Fotografie machen. Ich ja nicht. Klar, es war von Anfang an angekündigt, dass es in diesen Bereich gehen soll. Aber es ist für mich trotzdem eine Kamera, die alles gut können muss oder alles sehr gut können muss. Es ist eine Allround-Kamera, ist keine Spezialistin. Das ist was, wo ich sage, gerne nachbessern in den Punkten, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit Wildlife zu tun haben. So, jetzt ist die große Frage, würde ich die Kamera wieder kaufen? Insgesamt muss ich ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen mittlerweile. Klar, ich bin stark im MFT-System investiert mit Objektiven und so weiter. Das heißt, tendenziell tendiere ich natürlich zu diesem System. Jetzt nach einem halben Jahr der Nutzung
wüsste ich nicht, ob ich vielleicht mich doch anders entscheiden würde dann nochmal, wenn ich jetzt quasi einen Systemwechsel oder einen Wechsel anstünde, ob ich dann nicht doch in Richtung Canon oder Sony gehen würde, wo ich einfach mit ein bisschen weniger Aufwand wahrscheinlich bessere Ergebnisse erziele. Also gerade, ich muss mich da weniger stark in den Autofokus einarbeiten. Gerade das Thema Gesichtserkennung funktioniert einfach out of the box, ohne irgendwas ändern zu müssen, sehr, sehr zuverlässig und, und. Also das sind die Themen. Wenn es hart auf hart kommt, würde ich wahrscheinlich erstmal noch bei dem Ganzen bleiben und werde ich auch bleiben. Aber du merkst schon, dass ich ein bisschen, ja, wie ich es gesagt habe, hin und her gerissen bin. Also ist gerade etwas schwierig. Insgesamt funktioniert die Kamera aber wirklich natürlich gut, aber eben nicht so super gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, das war jetzt mein Fazit nach einem halben Jahr OM1-Nutzung. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was du für Themen mit der OM1 hast. Was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht so gut an der Kamera oder hast du die Kamera noch gar nicht, willst du dir vielleicht kaufen? Dann kannst du natürlich auch gerne Fragen dazu stellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!